Willkommen zurück zu SteamWorld-Dick 2. Wir waren beim letzten Mal ziemlich doof draufgegangen. Denke, anders kann man das kaum. Looks like you're getting really dang deep on your quest theory. You might find traces of early civilizations down there, just like those old machines in the mining station. They've been down there since before I can even remember. I've heard some smart bots saying it's the shiners that build them. Those bots down there are too smart to me, probably call themselves experts too. Ich wollte eigentlich jetzt hier nicht mit der Person reden, aber hey. Ja, wir sind auf jeden Fall draufgegangen und haben dabei einiges an Zeug verloren. Dementsprechend, ja genau, hier war ich nämlich ganz kurz drin, einfach nur um sicherzustellen, dass ich gespeichert habe. Wir werden ganz kurz hier nochmal nach unten gehen. Und, wo war das genau? Genau, hier ganz, ganz unten. Da werden wir jetzt nochmal hingehen. Und ich würde sagen, wir probieren noch einmal, ob wir das, was wir verloren haben, nicht nochmal zurückbekommen können. So, trotzdem natürlich ganz kurz hier gucken. Wir wissen, unter uns ist im Endeffekt nur Lava. Und ich denke, da brauche ich auch nicht irgendwie testen, ob zum Beispiel da am Anfang, wo wir jetzt gerade so hochgesprungen sind, ob da irgendwie in der Lava was versteckt ist, denn ich gehe aber mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Auf jeden Fall ist natürlich die Respawn zum Teil, was nur dazu führt, dass wir immer mehr Zeuge kaputt machen. Zum Teil echt freaky. Wow, hier ist was. Deswegen, das hier so zu sehen, ist natürlich interessant. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendwas in der Lava ist. So, wir wollen natürlich gucken, ob unser Zeug, das wir jetzt hier verloren haben, irgendwie wieder auffindbar ist. Das Gute ist, und das hatte ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, richtig in Erinnerung, unser Zeug ist genau hier nämlich fallen gelassen worden. War das das hier? Ich habe das Gefühl, dass es eben nicht hier war. Hier war. Sonst muss die irgendwie so weit es wegschicken. Auf jeden Fall die Idee für mich muss natürlich so ein bisschen sein, wenn wir das Zeug wiederfinden. Oder hoffen, dass es wirklich hier irgendwo ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich der Fall wäre. Okay, nicht allzu clever, der Kollege. Gut. So, lass mal hier schon mal aufmachen. Weiß nicht, wie sehr uns das hier ernsthaft weiterhilft, wenn ich das sehe, wie das da zusammenbröselt. Wie macht denn das hier am besten? Das Fiese ist wirklich, dass die respawnen. Dass wir wirklich in der Suppe mittlerweile herumtanzen dürfen, ist cool. Ja, also ein bisschen schade, dass wir hier scheinbar nicht die Möglichkeit haben, an unser Zeug zurück zu gewinnen, das wir verloren haben. Ein bisschen Schaden genommen, aber das geht in Ordnung. Ah, trotzdem, also entweder prügelt er sich da gerade wirklich einfach nur durch. Ja, es ist hier so ein bisschen doof, dass er nach 5 kleinen Schritten stets hingeht und irgendwas wirft. Ich meine, das ging im Endeffekt in Ordnung. Aber trotzdem. So, wir wollen logischerweise nicht einfach nur blind nach unten uns arbeiten. Oder, weißt du was, wir machen es. Wow, okay. Ja, hier brauchen wir also definitiv ganz klar unseren Enterhaken. Der gibt uns da wirklich gute Vorteile. Und ich versuche mich hier gerade so ein bisschen clever voranzuarbeiten. Oh boy. No. Okay. So cool das ist da oben gerade einer gespawnt? Oder ist aktiv geworden? Könnte ja auch beides möglich sein. Ha, der ist einfach runtergeplumpst. Cool, aber nicht hilfreich, sagen wir es so. Ja, und an den kommt man nicht gescheit ran. Das ist nicht mal ein Problem. Aber nicht eins, das man nicht schaffen kann. Okidoki. Ich denke, hier müssen wir wirklich einfach den nächstbesten Ort einfach dankend annehmen, den wir kriegen können. Aber hier ist wirklich einiges los. Also, hier kann man sich wirklich für eine lange Zeit lustig durchprügeln. Ich könnte trotzdem mittlerweile vielleicht ein bisschen Wasser vertragen. No, no, no. So rum, genau. Ich wollte die ganze Zeit eigentlich darüber prügeln.
wurde mir nicht gegönnt. Okay, auch hier müssen wir logischerweise stets aufpassen. Da hinten dreht sich was, okay. Selbst hier irgendwo noch irgendwas, was wir ernsthaft bräuchten. Ich meine, klar, wir wollen hier ja versuchen, wirklich alles mitzunehmen, so gut es geht. Ach, schade, ich hatte wirklich gehofft, dass er sich dumm genug anstellt. So zum Beispiel. Ja, dass die halt sich mit der Explosion gegenseitig beide umnieten würden. Interessanterweise ansonsten, was ich jetzt gerade erst realisiere, unser Feuer nimmt entweder sehr, sehr langsam mittlerweile ab, oder es lag daran, dass ich jetzt hier konstant durch das Besiegen was bekommen habe. Beides gut möglich. So ganz kurz, also ich dachte schon, da unten rechts irgendwas wie ein Roboter oder ähnliches zu sehen, aber das war ja nur Teil des Hintergrunds. So, jetzt geht's da nach unten, okay. Dachte nicht, dass hier ernsthaft noch mehr kommen würde, weil das hier hinten ist ja, glaube ich, schon mit, glaube ich, gewissen Sachen belohnt worden. Aber gucken wir mal. Auch ganz bewusst hier wieder schön langsam. Also auch hier wirklich ein weiterer Weg. Und, schön. Basement Entrance. Wir sind ganz kurz so clever und geben das ab, bevor wir wieder draufgehen. Das wäre schön unfein, hier wieder Zeug zu verlieren. Okay, 900. Sorry to bother you, but I've got a new batch of new materials. Oder batch of new materials. They will let you upgrade your tools even more. Just thought you should know. Okay. Coolio. Magnetic Separator. Das klingt durchaus nützlich. Was auch immer es genau sein wird, aber ich gehe mal davon aus, dass es wirklich bedeutet. Puts exposed resources towards you. Yep. Ich denke, da sollte man wirklich überlegen, das Geld auch zu investieren. Bitte shoot. Ja, brauchen wir leider noch 4 weitere Level, bevor wir das überhaupt freischalten dürfen. New. Also man könnte jetzt auch den Hookshot wieder reduzieren. Was ich nicht ganz wüsste, warum man das freiwillig machen würde. Und hier sind zum Beispiel noch einige Sachen. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass es dann auch erst kommt, wenn man weitere Sachen gesammelt hat. Also diese Relikte. As you see the weak parts of wards when shining on them. Don't need no education and no thought control, just look at the wall. Also wenn man also nach Secrets sucht, dann hat man hier die Möglichkeit, das noch einfacher zu machen. Was zum Teil gar nicht mal so uncool ist. True Survivor, when you first take lethal damage, instead of regain full health. Das klingt schon verdammt gut, sagen wir mal ganz ehrlich. Kostet zwar viel, aber ist es vermutlich auch durchaus wert. So, wir haben noch eine Fähigkeit, die wir freischalten. Hier überlege ich immer noch, ob wir das ernsthaft so sehr brauchen, denn bisher haben wir es nur super selten eingesetzt und die Mal, die wir es eingesetzt haben, waren in Ordnung. So, gucken wir mal ganz kurz. Storm Chaser für den Kanister. This Condenser Contraptment turns Light Ops into Water Ops. Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Transform Moisture into Flowing Water, constantly replenishing your water supply. Das klingt echt gut. Das klingt so, als würde das automatisch sich regenerieren. Da wissen wir noch nicht, was die Sache ist. Gibt es irgendwas, was wir ganz dringend brauchen? Ich denke, wir brauchen definitiv immer mehr Platz. Was ist der Hobo King? Gives instant cash when you collect low value resources. The lower the value, the more money you gain. Does nothing for resources above 7. Okay, wir müssen eh erstmal gucken, wie wir das hier ernsthaft mitnehmen. Vielleicht machen wir einfach das hier ganz bewusst weg, um das zu haben. Und dann werden wir gucken, dass wir demnächst auf die nächste Stufe uns gleich hocharbeiten. Den Rest lasse ich eigentlich schon fast wieder so. Merkt, ich bin vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Aber ich bin immer jemand, der ganz gerne immer so ein kleines bisschen mehr ausgeben kann, anstatt bei der nächstbesten Situation auf einmal dazustehen und nichts mehr haben zu können. So, hier geht's munter weiter. Wir sind überall Fledermäuse, aber in diesem Fall scheint es wirklich die Situation zu sein, dass man nicht wirklich viel zerstören kann. Na, hier muss man natürlich jetzt trotzdem so ein bisschen wieder gucken, ob
es hier nicht irgendwo Ecken gibt, wo man durchlaufen kann. Denn wir haben in der Vergangenheit schon so ein paar Stellen angetroffen, wo wir noch nicht weiter konnten. Nice, schöner Double Kill. Mein Spiel ist in gewissem Maße nett und sagt einem ja schon, ob man hier irgendwo langlaufen kann, aber das ist auch nicht immer selbstverständlich. Aber das Interessante ist ja ebenfalls, wir müssen ja eigentlich dorthin. Und da ist die große Frage, ob es wirklich sogar möglich wäre, von hier später irgendwie darüber zu kommen. Wir haben ja schon gesehen gehabt, dass es sogar tatsächlich Möglichkeiten gab, frühzeitig da auf andere Art und Weise hinzukommen. Okay, da ist ein... Interessant. Das ist ein Geburtstagskuchen. Bitte sag nicht, dass es eine Portal-Reference ist. Ah, wir stoßen hier schon auf Dark Matter. Interessant, interessant. Nope. Versucht das Ganze so ein bisschen aus der Luft zu treffen, hat aber nicht so mal hundertprozentig das... Yikes. Das Glück. Das alles so umzusetzen, wie man es möchte. Hier ist echt gutes Zeug schon mit dabei. Wenn man schon fast wieder so ein bisschen fragt, ist man hier irgendwie am Sequence Breaken oder hat man hier wirklich etwas gefunden, was vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art noch nicht gewisse Art und Weise noch nicht sein sollte oder ähnliches. Also man sieht natürlich, jetzt dauert mit dem Jackhammer natürlich schon extrem. Oh, hi! It's one of those guys. Lass mich mal wirklich erstmal um den hier kümmern. Haha. Ah, dass er sich natürlich überall... Oh boy! Oh boy. Dass diese Dreckskinder sich natürlich aber halt in... alle Richtungen verabschieden können, ist nicht lustig. Okay, sweet. Oh boy, oh boy. Das macht es zum Teil sogar relativ schwer, an die heranzukommen, wenn die konstant die Möglichkeit haben, vor einem abzu... Oh boy. Hauen. Nope, komm mal. Wenn man natürlich an irgendwelchen Ecken hängen bleibt oder zu weit sie schießt, ja, dann kommt man natürlich nicht hinterher. Meine Frage ist natürlich, wie viele sind das jetzt aktuell? Okay, wir haben einen, der ist angeschlagen. Haben die sich gerade gegenseitig ausgeschalten? Das ist natürlich unendlich lustig. Okay, gute Nacht. Das war... Oh, great. Hier ist noch mindestens ein weiterer. Hey, what's up, buddy? Goodbye, buddy. Okay, hier haben wir definitiv zu einem gewissen Grad ein Problem, aber mal gucken. Ja, wir können nämlich mittlerweile uns auch schon dadurch prügeln. Ja, das wird die Herausforderung. Deswegen brauchen wir eigentlich unbedingt Level 14, um an alle Sachen so ein bisschen sicherer rankommen zu können. Minecart Madness, oh boy. Ha. Okay, ich sehe schon. Or do I? Huh. Ah, okay. Okay, also wir haben hier ein paar lustige Rätsel vor uns. Uns wird regelmäßig Licht entgegengeworfen. Und gehe mal nicht davon aus, dass wir jemals... Hat man ihn gesehen gehabt, da wäre ich eigentlich durch gewesen. Aber das Spiel, interessanterweise, lässt einen das nicht so einfach machen. Okay. Wir haben die Möglichkeit, den so runterzuwerfen. Den so runterzuwerfen. Jetzt die Frage. Was habe ich davon, wenn der jetzt hier steht?
Deswegen, die Sache ist ja, wir wissen, wir können den nicht so schieben, weil der hier spawnt und wir ja nicht die Möglichkeit haben, hier zu, so zu stehen. Das heißt, der kann nur so nach unten kippen. Lass mal das nochmal neu machen. Was habe ich davon, dass die beiden jetzt so runtergepusht worden sind? Beziehungsweise, lass uns mal ganz kurz gucken. Der eine ist klar. Ja, ich will dich logischerweise jetzt nicht so weit weg haben. So, ich kann dich in beide Richtungen runterschieben. Das habe ich jetzt noch nicht ganz raus, denn man würde natürlich überlegen, ob man versucht, den hier dorthin zu bekommen. Oh ja, ich glaube, ich weiß. Und zwar die Idee ist, den so... Achso, ich kann den ja gar nicht in die andere Richtung so schießen, ne? Ne, hier habe ich auch keine Möglichkeit irgendwie... Ich kann nur auch so auf die drauf prügeln. Sehen, meine Überlegung war erst, ob man es schafft, die beiden hier übereinander zu stapeln. Aber ist natürlich klar, das funktioniert so nicht so. Lass mal ganz kurz einfach mal gucken, was würde passieren, wenn ich das so mache. Oh ja, okay. Ja, ich sehe es. Denke ich. Ich denke es zu sehen. Jetzt gehen wir hin, machen den so kaputt. Schicken den so rüber. Und den so. Alright. Da muss man wohl jetzt mal so einen gewissen Grad nachdenken. Man hat sogar geschafft, sich dabei nicht zu doof anzustellen. Okay, wir haben drei Bereiche, wo Sachen runterplumpsen können. Nur noch drei Cards. Oh boy. So, wir können alle nach links oder nach rechts ballern. Das heißt, wir könnten den in der Mitte hier hinschicken. Oder dorthin. Das große Problem ist... Das wollen wir mal ganz kurz testen. 1, 2, 3, 4. Okay, also... Au, 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 au. Viermal kann man den pushen. Darunter fallen zu lassen, ist, glaube ich, witzfrei. Denn selbst wenn man sagt, man würde die versuchen, hier irgendwie runterzuschieben, die würden hier und hier stehen bleiben. Das bringt uns so überhaupt nichts. Was würde es mir bringen, den hier runterzuschießen? Ich hätte den dann hier und hätte ich zwei genau nebeneinander. Lass mal was testen. Hätte ich was davon, wenn ich den da so runterballer? Lass es mal so testen. Ob es mir irgendwie was bringt, die beiden da so runterzuhauen. No, okay. Mit der Richtung kann ich nicht arbeiten. Nur zu wissen. Also der bringt mir ebenfalls nichts. So, ich könnte den da runterschießen. Und den anderen hier runterschießen. Oder man schießt ihn ebenfalls dort weiterhin. Ich habe noch nicht ganz raus, was mir das jetzt wirklich helfen würde. Aber an gewissen Punkt muss ich eh überlegen, das hier zurechtzuschneiden. Okay, ich könnte den hier runterballern. Was hätte ich davon? Aber die gleiche Frage ist natürlich, was würde es mir bringen, den hier runterzuschießen? Bei der, die fallen ja immer genau dort runter, wo die Kante ist. Die fliegen also nicht irgendwie weiter oder ähnlich, sondern die fallen genau dort runter. Was hätte ich davon, wenn der hier wäre? Deswegen, der ist das größte Fragezeichen bisher. Weil bisher ist er hier als Absperrung. Oder man würde den bis hier runter prügeln. Ne, geht ja nicht mal. Der würde ja dann hier hängen bleiben. Dann könnte ich nicht von hier aus den prügeln. Das heißt, der würde dann hier runter plumpsen. Was hätte ich davon? Man könnte überlegen, ob man die stapelt. Aber was habe ich davon, wenn ich die staple? Ich denke, das werden wir mal kurz testen. Weil es ist ein bisschen schade, dass wir das jetzt hier so ein bisschen... mehr oder weniger doppelt und dreifach machen.
So, was passiert? Ich glaube, der hat Fallschaden genommen, oder? Okay, also ich kann die von oben schieben. Das Doofe ist, dass der natürlich hier immer wieder respawnt. Vielleicht hätte man das anders machen müssen. Lass kurz nochmal neu machen. So, du schiebst mal dahin. Du gehst dorthin. Und du dorthin. Was hätte ich davon? Okay, also es ist nicht der Fall, dass man die wirklich... dass man die irgendwie gestapelt fahren lassen kann. Nach etwas herumprobieren, meine ich herausgefunden zu haben, wie es geht. Und zwar das Wichtige meines Erachtens wirklich, dass man hier einen platziert, um ihn als Plattform nutzen zu können. Denn wir hatten immer das Problem, dass wenn wir hier an Ecken irgendwas haben, dass wir hier nicht viel machen können. So, lass mich mal einfach nochmal gucken, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, als erstes müssen wir den hier wegpupsen. Damit, wenn wir den da runterballern, ihn so schieben können. Okay. Jetzt. Was wir benötigen. Das muss ich auch selber nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir müssen den schieben. Den schieben. Wir müssen den entfernen, den rüberholen, den schieben, den zerstören. Das gibt uns nämlich jetzt die Möglichkeit, den dank dieser Plattform hier rüberschieben zu können. Awesome. So, ich meine, man muss jetzt aufpassen, dass man, glaube ich, hier den neu ruft, weil man, glaube ich, nicht genug Züge hat, um den darüber zu schießen. So, und unsere Idee ist jetzt, dass wir den so nutzen, jetzt den hier zerstören und ebenfalls jetzt hier über die rechte Richtung schießen. Alright, nice. Hat viel zu lange gedauert, um das herauszufinden. Back of Rubber Chickens. Die Dinger sind super. Okay, damit haben wir ein doch sehr, sehr kniffliges Puzzle abgeschlossen. Und haben immerhin so gewisse Belohnungen bekommen. So, ich muss jetzt natürlich zugeben, ich habe keine Ahnung, wie ich das zurechtschneiden werde in der Zukunft. Das heißt also... der Teil könnte eventuell etwas zu kurz oder zu lang werden. Aber das könnt ihr natürlich jetzt hier einfacher... ja, sehen. So, lass uns das Ganze relativ clever machen. Und zwar so. Dann haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, von oben hier ranzukommen, ohne dass uns jemand stoppen kann. So, ganz kurz auch hier, denke ich. Ganz kurz diesen Weg hier oben freiräumen. Und dann hier so runterarbeiten. Yes, 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 yes. Das Gute ist, mittlerweile mit den größeren Taschen können wir hier also einiges mit uns schleppen. Ja, genau. Ich wollte ganz kurz, musste ganz kurz überlegen, wie zum Kuckuck wir hier hingekommen sind. Genau. Hier war nämlich dieser Kampf gegen die unzähligen Viecher. So, hier haben wir das Problem. Doch, wir kommen von da oben irgendwie hin, oder? Jetzt muss ich nur trotzdem gucken, wie ich hier überhaupt hinkomme. Ja, weil hier ist nämlich so viel Raum, der nicht genutzt wird. Was mir sehr einfach nichts erreicht. Okay, lass uns das so runterarbeiten. Ganz wichtig natürlich, wir wollen vermeiden, da irgendwie diesen Stein loszulassen. So, wir wollen gucken. Ha, das ist zum Beispiel interessant zu sehen. Da war unten wirklich das Ende. Aber man kommt da irgendwie angeblich hin, apropos irgendwie da hinkommen. Wir wollen ganz kurz nochmal zurückkehren. Beziehungsweise, wir haben ja die Möglichkeit hier, Portal of Pardon zu nutzen. Portal cannot be used here. You must stand on solid ground away from any outside of caves.
Mal gucken, ob das irgendwelche Nachteile hat. Und sich so rauszuretten, war super hilfreich. 1400, das ist eine Menge. Fehlt uns irgendwas? Sollten wir irgendwas uns holen? Moisture Vaporator ist natürlich schweineteuer. Warum sind wir noch nicht Level 14? Irgendwas, was wir unbedingt haben sollten. Ich denke, mittlerweile sollten wir wirklich überlegen, den hier zu verbessern. Denn das dauert mittlerweile schon einen Ticken länger. Add a slow wind up, which keeps the Jackhammer Raft up longer after use. Okay. Puts you forward whenever the Jackhammer breaks through. Das klingt auch eher dumm. Enhanced pneumatic cylinder allows for increased maximum operating speed, but at the cost of increased water usage. Aha. Ich habe bisher immer die Taste gedrückt gehalten. Ist es irgendwie der Witz, dass man das dann nicht mehr braucht? I don't know. Lass uns trotzdem mal ganz kurz hierhin noch gehen. Ah, yes, you have found 12. Fascinating. 15, okay. You know there must be trolls, genau. What fascinating times to live in. You should head even deeper, genau. Okay, also wir brauchen noch drei weiter, bevor wir was auch immer noch bekommen können. Wir haben noch 1000. Ich würde gerne eigentlich fast weiter hier mich entlang arbeiten. Und den Rest lassen wir mal noch offen. Vielleicht kriegen wir da was, das wirklich hilfreich ist. Low-Value-Zeug. Extra Health Orbs, meines Erachtens, ist super wichtig. Taking out Enemies ist meines Erachtens auch nicht so falsch. Aber wir greifen eigentlich immer weniger Gegner mit der Pickaxe an. Das heißt also, hier können wir das meines Erachtens so ruhig umarbeiten. Und das sollte eigentlich trotzdem hilfreich sein. Machen wir das hier zu guter Letzt noch. Okay, gehen wir nochmal so ein kleines bisschen rein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier... Oh, nice, sehr schön. Der springt trotzdem zum richtigen Punkt. Wie lange wir jetzt hier schon am Spielen sind. Dank des doofen Puzzles. Puzzle sind immer die Bösewichte, die einem das ganze, die ganze Planung durcheinander werfen. Und es ist natürlich auch ganz klar, jeden Gegner, den wir hier antreffen, zum Beispiel auch hier interessant, da wollen wir auch gleich mal gucken, ob man sich hier irgendwie durchprügeln kann, wenn wir hier schon in dieser Ecke sind. Aber hier ist nämlich nur Lava. Wow, wow, wow. Oh. Aufpassen. Oh, cool. Ich hatte mir zwar eher gehofft, dass wir damit zu dem Kuchen kommen würden. Aber das ist nicht der Fall. Ja, das Fiese ist definitiv... Aber so wie man sich das auf dem Minimap anguckt, da scheint nicht mehr allzu viel zu sein. Und wir trotzdem wissen, wie man zu dem Kuchen kommt. Aufpassen. Das war sogar ideal. Damit wurden mich nicht zu viel getroffen. Deswegen, man hat gesehen, ich bin da, beziehungsweise ich habe es gefühlt, dass da nichts mehr ist, um da durchzukommen. Und es natürlich trotzdem merkt man mittlerweile, wir brauchen noch einen Ticken zu lange, um durch solche Sachen durchzubrechen. Mit dem Jackhammer mittlerweile geht's wieder. Aber der Rest ist nicht wirklich einladend. Okay, oh nice, zwei von denen. Wie kommt man an so ein Zeug gescheit ran? So, indem man sich einfach zu sich zieht. Ah, hier ist natürlich jetzt so ein bisschen doof. Aber nicht unschaffbar. Sweet. Auch hier zum Beispiel so interessant zu sehen, dass hier so ein kleiner... Oh, da ist eine Möglichkeit, sich hin und her zu warpen. Oh Gott, wir werden schon wieder angegriffen. No! Tja, und das Zeug kommt mittlerweile lustig zu einem hingeflogen. Man macht es sogar sehr angenehm. Deswegen auch hier das so zu sehen. Fragt man sich, ist hier irgendwas, was man übersehen kann? Natürlich bekommen wir Unobtainium. Ich komme hier nirgendwo hoch. Ist hier wirklich überhaupt nichts? Zum gewissen Grad scheinbar nicht.
Oh, hier ist schon wieder irgendwas. Vielleicht machen wir das dann beim nächsten Mal. Und stellen hier erstmal sicher, dass wir hier diesen Weg haben. Und gucken nochmal ganz kurz einmal rundherum. Bye. Wasser ist hier. Das ist gut zu wissen. Jetzt wirkt hier alles ein bisschen einladender, aber ist nix. Hm. Also es ist wirklich ba... Ha, warum ist das kaputt? Reicht das? Jetzt munter weiter nach oben. Lass mal ganz kurz das einfach noch schnell zu guter Letzt testen. Ah, goddammit. Obwohl die genau hilfreich sind für mich. Wo zum Kuckuck komme ich jetzt? In Crea Product Manual. Mhm. Es ist interessant, da wirklich zu sehen, dass da oben halt... Genau, wo sind wir hier eigentlich? Okay, wir haben uns also wirklich einfach nur eine Schicht weiter nach unten gearbeitet. Da ist also jetzt nicht allzu viel mehr Kunst dahinter. Natürlich immer wieder die Chance haben, einfach abzuhauen. Ist super hilfreich für die. Hex, Hex, Hex. Okay, Achtung. Nicht mit mir, mein Freund. Hier sind aber wirklich verdammt viele. Okay, lasst uns das vielleicht mal bei einem anderen Mal weitermachen, denn ich habe das Gefühl, dass man sich hier für Stunden gegen die durchprügeln könnte. Und so schön das ist für XP und Drops oder ähnliches. Ich denke, für heute kommen wir hier einfach mal zum Ende. Wie gesagt, das könnte ein kürzerer Teil sein. Das kann ich euch einfach nicht sagen. Aber weil diese Puzzlezeit ziemlich viel Zeit insgesamt beansprucht hat. Das ist cool, was wir mittlerweile bekommen. Das bringt schon einiges an Geld, selbst wenn wir nicht viel machen. Dank vor allem auch dem Bonus. Da waren 200 irgendwas und wir haben auf 400 das Ganze erhöht. Das ist relativ ordentlich. Okay, damit kommen wir zum Ende. Wir beim nächsten Mal dort weitermachen. Aber für heute hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich und bis dann.